Hey, du! Ja? Du bist doch der, der beim Videowettbewerb von Datenschutzaufsichtsstelle vom Kanton Zürich, Datenschutzbeauftragter vom Kanton Zürich, heisst es, glaube ich, richtig. Du hast doch gewonnen letztes Mal. Genau, das war der Videowettbewerb in Zürich, ich erinnere mich, letztes Jahr. Findet der das Jahr auch wieder statt? Der findet auch wieder statt, aber zu einem anderen Thema. Und welches genau? Ich glaube, es geht darum, dass es Personen gibt, über die sind Sachen im Netz bekannt und das spielt für die keine Rolle, also. Okay, du, ich muss noch etwas Persönliches fragen. Du tönst jetzt nicht wie jemand, der bei Datenschutzbeauftragten vom Kanton Zürich gerade aus der Schweiz hast mitgemacht hast. Du tönst jetzt eher wie jemand, der aus Deutschland kommt. Ist das richtig? Also, scharfsinnig. Ja, ich komme aus Deutschland, ich wohne aber schon 10 Jahre in Bern, deswegen habe ich mitgemacht, deswegen verstehe ich dich auch. Aha, ja, von wo denn in Deutschland? Ja, hast bestimmt schon mal gehört in den Medien, so die Ecke Dresden, Görlitz, Zittau. Okay, dann kann ich dich vielleicht noch etwas Persönliches fragen, aber du hast ein mega lustiges T-Shirt an. Was hat das auf sich? Das T-Shirt ist jetzt nicht lustig gemeint, das... Damit will ich sagen, ich bin aus Überzeugung ungeimpft. Aha, gell, für dich ist schon okay, wenn wir das live übertragen hier. Ja, das ist kein Problem. Okay, tschüss, weißt du, wie war's?